Im Rahmen von TQM hat man nun ein besonderes Verständnis des Begriffes Kunden entwickelt. Und zwar unterscheidet man den externen Kunden, den externen. Und dieser externe Kunde ist das, was wir gerade schon definiert haben als unsere Zielgruppe oder unsere Zielgruppen. Keine Überraschung. Das kennen wir schon. Dieses Verständnis kennen wir schon. Und jetzt kommt die Besonderheit. Die Besonderheit liegt in der Visualisierung rechts, nämlich der interne Kunde oder die internen Kunden. Und der interne Kunde ist mein Nachfolger im Arbeitsprozess, mein Nachfolger im Workflow, wie man so auf Neudeutsch gerne sagt. Den behandle ich genauso wie meinen externen Kunden. Was ist die Bedeutung des externen Kunden? Wenn der weggeht, dann kann ich zumachen. Ein Unternehmen ohne Kunden kann nicht lange überleben. Ich muss also meinen Kollegen, dem ich zuarbeite, so behandeln, als ob das Schicksal, mein persönliches wirtschaftliches Schicksal, davon abhängt. Qualität beginnt im Kopf. Ja, das ist eine Einstellungssache. Und das ist eine Einstellungssache, die man vermitteln muss, die man schulen muss und die man vorleben muss. Ja, das reicht nicht, wenn man das einmal auf einer Betriebsversammlung sagt. Ja, so ab morgen oder ab heute ist der Kollege dein Kunde und behandle ihn bitte so. Sondern das muss vorgelebt werden, das muss implementiert werden und so weiter. Das ist eine Einstellungssache und hier müssen oft Einstellungen geändert werden. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.